Boah, ich treffe einfach Virgil van Dijk, aber ich habe echt Angst, dass er bei mir auch so reagiert wie bei diesem Fan. Ich habe nämlich für ihn eine Zeichnung angefertigt und knapp 15 Stunden Arbeit in dieses Bild gesteckt und ich möchte ihm die Zeichnung zeigen und ich hoffe so sehr, dass er darauf dann eine Unterschrift geben könnte. Weil ihr wisst Bescheid, meine Mission ist es, alle Top-Fußballspieler zu treffen und denen meine Zeichnungen zu zeigen. Bewertet auf jeden Fall das Ergebnis der Van Dijk-Zeichnung gleich mal in den Kommentaren und ganz, ganz wichtig, folgt unbedingt rein, um Teil 2 nicht zu verpassen.